Herzlich willkommen zu Was Kunst du? Denn das ist dir die Frage. Was ist denn da los? Eine Lebenszeitbeamtin schmeißt nach 30 Jahren ihren Job hin, um Künstlerin zu werden. Und dann quasi lebenslänglich Kunst. Kann das mit rechten Dingen zugehen? Naja, es geht um die Freiheit der Kunst, die man natürlich im Beamtenjob vielleicht nicht so findet. Und sie trainiert heute im Sinne der Kunst Manager großer Firmen. Denn jeder hat einen Gestalter in sich. Ihre Botschaft bei mir, Werte, Werke. Liebe Birgit, herzlich willkommen. Hallo Cosmo. Birgit Dirka, die Frau mit den zwei Augen. Ja, wenn die Leute zu Hause sagen, klar, hat jeder. Nee, bei dir hätte es ins Auge gehen können, denn du hast zwei verschiedenfarbige Augen. Ja, damit fing das schon an mit dem Gestalten. Da hat schon jemand angefangen, mich zu gestalten. Du hast eben gesagt, hingeschmissen. Ich habe nichts hingeschmissen, ich habe umgestaltet. Und, ja, und es ist ganz ungewöhnlich. Man ist 30 Jahre Beamtin. Das heißt, man steht auf Sicherheit, geregelte Arbeitszeiten, Geld pünktlich auf dem Konto. Also all die Dinge, die man typischerweise als Künstler ja auch hat. Ja, genau. Wenn man denn so in Klischees denken möchte oder würde, dann wäre das so. Ich denke nicht so. Ich bin Birgit und ich habe eine Zeit als Beamtin zugebracht, habe da viel gelernt und bin da der Künstler und bin jetzt der Künstler mit dem, ja, mit dem strukturierten Teil in mir. Also ich lebe einfach letztendlich meine Leidenschaften und das ist beides. Also das ist die Kunst, das ist Gestalten und ob ich das jetzt in einem Umfeld tue, in einem Unternehmen oder ob ich das in meinem Atelier mache, letztendlich bringe ich immer das, was ich im Leben gelernt habe, ein Handwerkszeug, bringe ich mit in die Situation, in der ich bin. Und für mich hat das nie was bedeutet, dass ich jetzt sage, ich bin Beamtin oder ich bin Lehrer oder ich bin X, ich bin Y, sondern ich bin ein Mensch, ich habe bestimmte Anlagen, die kann ich fördern und ich habe Aber es ist ein Riesenschritt. Also man geht aus diesem doch, sagen wir mal, relativ oder scheinbar sicheren Umfeld heraus. Gut, die Beamten in Griechenland, die sagen heute auch nicht mehr, das ist eine sichere Nummer. Ja. Und wie das in Deutschland weitergeht, so ganz sicher ist das hier ja auch nicht mehr. Aber wenn du dann dort rausgehst und sozusagen zum nächsten Ersten sagst, so, jetzt bin ich für mich selber verantwortlich. Das ist doch ein großer Schritt, oder? Also ich kann dir sagen, das ist jetzt nicht mal eben so passiert. Das hat sich entwickelt und ich habe da auch eine Nacht so drüber nachgedacht. Aber für mich war es immer so, dass die einzige Sicherheit, an die ich glaube, ist das, was ich zwischen meinen Ohren habe und das, was ich aus meinem Leben mache. Und aus dem. Jeder erschafft sich selbst die eigene Realität. Ja, davon bin ich überzeugt. Und weil ich das auch immer nach außen propagiere, bin ich der Meinung, muss ich dann für mich auch gucken, ob es wirklich so ist. Und ja, dem Mutigen hilft das Glück. Das ist auch das Motto, was ich mir irgendwann mal gegeben habe. Und das bedeutet, dass ich mein ganzes Leben lang immer mich schon wieder aus Komfortzonen rausbewegt habe, weil ja, ich denke, dass da die Entwicklung stattfindet. Und so war letztlich dieser Job, der in diesem Beamten, unter dieser Beamtenunterschrift fällt, das war ein Zufall. Ich bin damals mit meiner Freundin losmarschiert und wir sind beim Fernmeldeamt gelandet und irgendwann war ich verbeamtet. Mir hat das jetzt, also Kommunikation. Und Kommunikation ist ja eigentlich das, was du heute auch immer noch machst, sei es über Bilder zu kommunizieren. Genau. Also wir haben ja hier etwas dabei, was du mitgebracht hast, nämlich, was ist das hier? Das sind Leinwände, drei Leinwände. Ich halte das einfach mal so ein bisschen in die Kamera, sodass wir auch mal zeigen können, worum es da geht. Ja, also rede ruhig weiter. Also meine Form von Kunst ist halt einmal Bilder, aber mir geht es halt immer darum, auch darauf aufmerksam zu machen, es ist auch Kunst, etwas umzugestalten. Nämlich die meisten sagen, dein Leben ändern und ich sage, man kann es auch drehen, man kann sagen, dein ändern Leben. Und darum das ist so ein bisschen wie so ein Kartenspiel. Genau, ne? Man kann das mischen. Genau. Dann sage ich mal, wir spielen Leinwand, du gibst. Ja, genau. Und dann nehme ich mal das Leben und dann nehme ich mal das Ändern. Worum es mir immer dabei geht, ist, in meinem Umfeld gibt es immer den Perspektivwechsel. Also immer das Thema ist, die Dinge zu hinterfragen. Etwas, was ich einfach so sage, aufzulösen. Und darum
ja, löse ich das manchmal auf. Das ist ja jetzt, das ist so Spielerei. Das liegt dann irgendwo. Und wenn jemand in irgendeinem Glaubenssatz verhaftet ist und sagt, das ist so, dann gehe ich hin und drehe das einmal um und mache dann einen anderen Satz drauf und sage, kann es vielleicht auch so sein? Und das, was mir in meiner Arbeit im Unternehmen immer geholfen hat, also ist das, was ich aus der Kunst nehme, die Fehlerfreundlichkeit, die Offenheit und diese Freiheit, die Dinge zu gestalten. Und, aber du bist ja heute teilweise noch in Unternehmen unterwegs. Ja. Also man darf sagen, das sind auch nicht unbedingt die ganz kleinen. Der Autoversand gehört dazu, die Deutsche Bahn gehört dazu, die TU Berlin gehört dazu, viele andere große Unternehmen. Also das macht schon was her. Da sind Menschen, Manager, die diese Unternehmen führen, die sich aber dann von dir coachen lassen. Inspirieren vielleicht? Ja, inspirieren würde ich sagen. Also den Begriff coachen, ich bin Künstlerin und ich sage, ich bin auch Muse, ich kann inspirieren. Also was ich erfahre, ist, dass Menschen mir Dinge abnehmen, weil ich das erlebt habe. Und von daher kann ich vielleicht eine Brücke schlagen. Und ich glaube, dass es nicht mehr darum geht zu sagen, jemand hat vor 30 Jahren die Schublade aufgezogen, hat sich da reingelegt, sondern heute geht es meiner Meinung nach darum, wirklich aus sich selbst heraus als Persönlichkeit sich zu entwickeln. Und in den Unternehmen habe ich festgestellt, das ist ja, also ich habe auch diverse Coaching-Ausbildungen gemacht, immer im Selbstversuch. Mhm. Als ich meinen ersten Führungsjob hatte, habe ich gesagt, okay, muss ich erstmal selber wissen, wie kann ich mich führen, bevor ich andere führe. Mhm. Und habe halt festgestellt, dass wir uns immer so betrancen mit Dingen, die wir glauben. Und als Künstler ist man so und so und so und in einem Unternehmen ist es so und so und so. Und neue Möglichkeiten entstehen aber erst, wenn wir rausgehen aus dem, was wir denken, was richtig ist. Mhm. Und darum bin ich total gerne in Unternehmen zwischendurch, weil ich da manchmal Sachen reinbringen kann, auf die vielleicht sonst niemand kommt. Eben. Das heißt, du machst ja im Grunde genommen mehrere Sachen heute in deinem Job. Du berätst oder coachst oder trainierst, wie auch immer, das Management solcher Firmen, aber du malst auch in deinem Atelier dann Werke, wie wir sie hier sehen. Wir können da gleich nochmal rumgehen und uns das anschauen. Aber das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe eigentlich, ne? Ja, aber für mich ist es halt nicht mehr verschieden. Für mich ist es im Grunde total logisch. Fließende Übergänge. Es ist Gestalten. Ich gestalte. Mhm. Ich gestalte mit unterschiedlichen Materialien. Mal habe ich ein Team, mit dem ich eine Arbeitssituation vielleicht gestalte. Und mal habe ich Leinwände, die ich gestalte. Also es ist, und immer bringe ich das mit, was ich in all den vielen Jahren, darf ja schon ein paar Jahre länger hier Erfahrungen sammeln, was ich gelernt habe. Und mir gelingt es. Ja, was man so mit Anfang 30 so erlebt hat. Ne? Also. Vielen Dank. Ja, mich reizt es halt, immer wieder Dinge in Frage zu stellen. Und so arbeite ich auch mit den Bildern. Also so, das ist immer so eine Interaktion zwischen Zufall und Material, was da ist, und zwischen dem, was ich so mit meinem Sein beisteuern kann, zu einem harmonischen Ergebnis. Also mir geht's Ja. Ich war bei dir im Atelier. Mhm. Ich habe das Vergnügen gehabt, dich dort zu besuchen in der Vorbereitung dieser Sendung. Und was ich dann dort vorgefunden habe, war ja zunächst einmal ein Ladengeschäft in Hamburg-Eppendorf. Mhm. Und dort lebt die Birgit. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also es sind eigentlich fließende Übergänge zwischen deinem Wohnraum. Ja. Erzähl das nochmal so ein bisschen. Also wie war das? Du bist aus der Firma raus, hast deine Wohnung dort angemietet. Genau. Und da ist dann wieder der pragmatische oder praktische Teil in mir, der gesagt hat, okay, ich wollte halt dem Malen wieder mehr Raum geben. Und habe dann das Unternehmen verlassen und habe gesagt, okay, dann suche ich mir irgendeinen Raum, in dem ich malen und arbeiten kann und direktes Feedback habe auch, ob die Kunst ankommt. Und ich bin vor allen Dingen jemand, ich brauche Rückzug ganz stark, um zu arbeiten, aber auch die Kommunikation. Und ich liebe es mit Menschen, die Ateliertür ist auf, ich liebe den Dialog. Und also du hast vorher woanders gewohnt? Genau. Ich weiß, du hast zwei erwachsene Kinder inzwischen, kann man so sagen. Ne? Ja, und einen Enkel. Also aus dem Haus. Da kann ich wieder gestalten, mitgestalten. Genau, den Enkel habe ich auch kennengelernt auf der Hamburg Art Week, hast du ja ausgestellt. Ja. Also insoweit sieht man auch renommierte Künstlerinnen, die auch große Ausstellungen hat. Ja. Und insoweit, da war dieses glückliche Familienleben eigentlich auch in deinem Leben, nicht?
Ja, auch das, ich sag mal, letztendlich geht es immer darum, so das Umfeld und das, was man tut, mit Liebe, und das kann man auch gestalten. Und ich will jetzt nicht diesen Begriff gestalten so durchdreschen, aber. Ja, aber es ist ja das, was sich trägt. Ja, weil ich macht beim Künstler eigentlich auch Sinn, ne? Stellt man sich auch so vor. Ja, das Künstler gestalten generell und im Allgemeinen und im Besonderen. Und für mich hört das eben nicht bei den Leinwänden auf, sondern für mich schließt sich diese Brücke eben, für mich ist das ganze Leben. Also ich bin quasi mein eigenes Kunstwerk, wenn man das so will. Also ich, So, dann hattest du also aus dem Büro raus, aus dem ursprünglichen Zuhause raus in dieses Geschäft. Ja. Es war ja wirklich ein Geschäft, also es ist ein Laden. Ja. Zunächst einmal, ne? Und da hast du dann gesagt, so, hier lebe ich, hier wohne ich und hier arbeite ich. Ja, da habe ich erstmal eine gehörige Portion auch Angst gehabt vor meiner eigenen Courage. Mhm. Und war aber auf der anderen Seite total berührt davon, dass ich es wirklich tue. Also, dass ich wirklich loslasse und immer wieder die Dinge so, diese Sicherheit, diese vermeintliche, die es meiner Meinung nach in der heutigen Zeit gar nicht mehr so gibt, loszulassen, und habe dann in diesem Atelier gesessen und war, wie gesagt, Angst und Courage, und mich hat, also ich kann das nur so sagen, dass jeder Schritt, jedes Loslassen und jedes seinem Herzen vertrauen und seinen Weg zu gehen, das gibt halt unheimlich viel Kraft. Nun und wohnt man also in einer Einkaufsstraße mitten in Eppendorf. Eine Menge Leute kommen dort vorbei. Hat man da Privatsphäre? Ja, das war die Herausforderung. Also für mich ist ja dieses, ich bin weiter daran zu entwickeln, wie funktioniert das jetzt? Wie viel Rückzug brauche ich, um diese Bilder, diese Eindrücke zu verarbeiten? Und wie oft mache ich das Atelier auch komplett zu? Und wie viel brauche ich auch den Austausch? Und das ist ein ständiger Prozess. Nee, gut, aber ich war ja da, also die Leute stehen vor deinem Schaufenster, die schauen dort rein. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Galerie, kann man sagen. Ja. Und wenn man dann tiefer hineinschaut, dann sieht man schon, da ist auch quasi Atelier. Also da werden diese Bilder auch erzeugt, produziert, gemalt. Das ist ja vielleicht für den Außenstehenden auch erstmal befremdlich, dass er dann, wenn er reinkommt, auch noch feststellt, du wohnst da auch noch. Ja, aber das ist halt, wie soll ich das sagen? Das bin halt ich. Das ist mein Raum, das ist mein, und letztendlich ist ein Atelier oder Wohnung, das ist das, wo ich betrachte das, wie soll ich dir das beschreiben? Für mich ist es halt das ganze Leben, da ist es nicht dieses so Work-Life-Balance, ich trenne das nicht, ich lebe. Und ja, es ist ja unheimlich süß zu sehen, also man muss da eigentlich hin, um das zu erleben. Es sind die vielen kleinen Details, mit denen du das liebevoll gestaltet hast. Und wir können ja auch erzählen, inzwischen, weil es gut läuft, hast du dich dann erweitern können und bist dann im Grunde genommen eine Etage höher gezogen mit dem Privatbereich. Ja. Aber dort unten hast du, sozusagen dein ehemaliger Wohnraum ist jetzt Gästebereich. Und Menschen können zu dir kommen und können von dir dann quasi in deinem Atelier gecoacht werden. Oder was machst du da genau? Ja, ich merke halt, dass es viele Menschen gibt, die Mundwinkel unten haben oder denen so ein bisschen Leichtigkeit und Inspiration fehlt. Und ich habe festgestellt, für mich merke ich habe das. Ich habe das immer mehr und sowas überträgt sich. Und der Raum, in dem ich bin, der ist voll mit dieser Energie und da finden tolle Begegnungen statt. Und ich hatte früher immer schon den Gedanken, Räume zu schaffen, wo Menschen einfach reingehen und dann inspiriert und begeisterter wieder rausgehen. Und das ist auch. Es sind die tollen kleinen Details. Ich war bei dir, du hast mich toll bewertet. Es gab Wasser, Kaffee, Kekse, Kuchen, was immer das Herz begehrte. Und irgendwann musste ich dann in die keramische Abteilung und gucken, dass ich den Kaffee also wegtue, um Platz für neun zu schaffen. Und wenn man das tut bei dir, dann kommt man, geht die Tür auf und man sieht einen Schriftzug. Dieser ist spiegelverkehrt, man kann ihn also erstmal nicht lesen. Und dann kommt so, setzt sich also auf den Thron und schaut so nach vorne. Und dann weiß man, warum der Spiegel verkehrt, weil dann hängt natürlich der Spiegel. Genau. Die, bei den meisten stillen Örtchen. Und da kann man natürlich dann lesen, was über dem Thron sozusagen oben als Inschrift steht. Das sind diese kleinen Details. Nicht? Ja, und da siehst du schon, das hört bei mir halt nicht auf. Das sind Bilder, das sind Träume, das sind Ecken, die mit irgendeinem, mit Liebe, mit einer Idee und gestaltet werden. Und um immer Liebe diesen gemacht. Ja, und immer eben ein Stück weit auch anregen. Also, weil ich glaube halt daran, dass das in der heutigen Zeit ein Stück weit fehlt.
Wollen wir spazieren gehen? Jo. Okay. Also auch hier sieht man ja schon, nicht eingeklebt, aber von Hand geschrieben. Lies vor. Lies vor ist gar nicht so einfach, wobei bei dem geht sogar noch. Aber letztendlich sind die Bilder immer ein Spiegel, natürlicherweise, von dem, wie ich ticke. Und da siehst du schon, dass ich viel mit Brüchen und Rissen arbeite und dann immer, also ich bin ein sehr philosophischer Mensch und lese sehr, sehr viel und das schreibe ich dann auf die Bilder ganz oft drauf. Meistens kann man es nicht mehr lesen, meistens vergesse ich es auch ganz bewusst, weil ich denke, auch das loszulassen, das entsteht in dem Prozess dann mit mir und dem Bild, dass ich dann intuitiv etwas schreibe. In diesem Fall kann man es noch lesen, das ist sowas wie aus deinen Gedanken werden deine Taten. Also so talmudmäßig, naja. Und ja. Also eine niedergeschriebene Botschaft, dieses Bild, aber viele, viele Verläufe. Ne? Also offenbar hast du da so Farbe runterlaufen lassen. Ja. Eigentlich ein abstraktes Werk. Ja, ich arbeite gerne abstrakt, weil es mich, ja, weil es mir einfach mehr Möglichkeiten gibt, wenn ich etwas betrachte. Wenn ich ein Bild sehe, wo ich genau sofort etwas erkennen kann, dann ist für mich persönlich das nach einer Zeit oft langweilig. Und bei abstrakten Bildern ist es so, dass ich immer mal wieder die Möglichkeit habe, etwas zu entdecken. Und darum arbeite ich auch ganz oft mit Strukturen und mit Rissen. Und auch es gibt Bilder, wo viel mehr Materialauftrag ist, weil mich das fasziniert, dass unser Gehirn erzählt uns ja irgendwas. Ich habe vorhin schon mal von dieser Arbeitstrance erzählt. Und so ist das ja auch beim Sehen. Also wir sehen ja nicht mit den Augen, wir sehen mit dem Gehirn. Und das Gehirn hat die wunderbare Eigenschaft, uns Bilder zu liefern. Es hat aber auch die negative Eigenschaft, uns Bilder zu liefern, weil es natürlich immer dann auch diese Bilder interpretiert. Und das finde ich spannend, weil wenn ich auf einem abstrakten Bild manchmal nur mit kleinen Strichen arbeite oder mit bestimmten Linien, dann wird ein Horizont automatisch vorgegaukelt. In diesem Bild hast du sehr natürliche Farben. Ja, ich habe, das ist aus dem letzten Jahr und oder ja, aus 2013 und ich habe im Augen, oder 2013 hatte ich sehr, sehr viel Lust auf Farbe. Das ändert sich auch immer wieder. Also ich habe auch lange mit mir gerungen und habe gesagt, was ist denn dein Duktus? Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, ich mache ganz grau oder bin nur ohne Farbe unterwegs und nur mit dem Material, mit Steinkreiden und Marmormehl und dergleichen. Und dann habe ich wieder Lust auf Farbe. Also ich mag mich da gar nicht so festlegen. Also okay. 2013 war Farbe. Schauen wir mal, was daneben ist. Eindeutig ein Bild von 2013. Ja. Farbe. Ja, genau. Und auch etwas, was ich ganz oft in Bildern habe, das sind zum Beispiel, hier sind Teile aus anderen Bildern, also Reste. Oder ich sag mal letztendlich, auch da bin ich immer auf der Schatzsuche. Wenn ich zum Beispiel spachtel, ich arbeite viel mit Spachteln, mit Händen. Und wenn ich dann abends meine Spachtel reinige und diese tollen Schichten, die sich da drauf gebildet haben, die sind unten dann oftmals mit Rost oder diese Farben und die arbeite ich in andere Bilder ein. Also ich habe dein Spachtel rostet oder sind das dann Effektfarben? Nee, das ist Rost. Also das ist ja, also richtiger das ist Rost, ja natürlicher. Das ist von dem Spachtel. Ja, genau. Und ich habe irgendwann mal eine große Kiste gemacht und habe draufgeschrieben, so für andere ist das Müll, aber für mich sind das, also für Künstler sind das Schätze, weil da landet halt alles drin, was irgendwie, ich sag mal, ich bin auch ein Messi. Ich kenne viele andere Künstler, denen das ähnlich geht, weil man überall Möglichkeiten sieht. Okay. Das ist übrigens auch was total gut zu transportieren geht in so einen Unternehmenskontext, weil es sind überall Möglichkeiten. Ne? Und das ist, und Schätze. Und das ist eben das, was ich auch immer in Bildern wieder finde. Hast du da auch was geschrieben? Hier, das weißt du, ist es ja, geschrieben oder ist das jetzt im Verlauf? Nee, das ist auch geschrieben. Also das ist das, was ich eben sage. Ich habe oft intuitiv, wenn ich mich mit einem Thema beschäftige, dann schreibe ich dazu intuitiv etwas auf die Bilder und vergesse es dann auch gleich wieder. Also, erinnerst du dich, wenn du das dann so siehst? Oder ich kann es auch ehrlich gesagt nicht lesen. Nee, das ist auch mehr ein Gedanke. Und ich denke auch, also es gibt, wie immer eben bei diesen Wortbildern, das ist ja jetzt mehr Spielerei, da geht es mir tatsächlich um das Wort. Aber bei den Bildern möchte ich das gar nicht so vorgeben. Das ist einfach, das ist dann ja irgendwie da drin. Aber es muss. Also wenn Sie zu Hause das hier lesen können, schicken Sie mir eine Mail. Interessiert mich, was da draufsteht, ja? Birgit, ein weiter. Auch wieder Farbe, also auch 2013. Ja, genau. Malst du schon länger? Oder? Ja, schon auch ungefähr seit bestimmt 30 Jahren. Ich mache auch schon so lange Ausstellungstätigkeiten. Aber
Das also durchaus etabliert. Dann war das mit dem Wechsel aus dem Beamtenstatus doch nicht so ungeplant. Nein, ich glaube auch nicht, dass jemand sagen kann, ich mache von einem Moment auf den anderen so grundverschiedene Dinge, sondern das entwickelt sich. Und ich habe immer schon gemalt, ich habe schon als Kind gemalt, mit Material gespielt. Und das ist das, was ich vorhin sagte, mit den Horizonten und mit den Brüchen im Material. Risse. Also hier bilde ich mir jetzt ein, dass man aber was sieht. Also ich würde sagen, das könnte Wasser sein. Hier könnte ein Schiff sein. Hier genau. Sind dann Kräne oder wie sagen wir, diese Barken. Heißen die Barken? Ich weiß das nicht. Hier an der Küste, man sollte das wissen. Ich weiß es nicht, aber diese Dinger, die da im Wasser stecken, sieht man da öfter, ne? Ja, Cosmo, aber das hast du schon genau richtig gesagt. Es könnte so sein. Es könnte aber auch sein, dass es einfach nur Farbe ist und einfach nur ein Strich ist und einfach nur ein Stück Holz ist, was ich irgendwo gefunden habe, und nur durch die Anordnung entsteht der Gedanke, dass es so sein kann. Was? Oder Spiegel. Ich hab mal bei einem Künstler gemalt und dann habe ich ein Bild erstellt und der war sehr, 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 sehr streng. Also ich gehe mal zwischendurch zu anderen Künstlern, um dann auch mich weiterzuentwickeln in meiner Technik. Und dann sagte er auf einmal bei einem Bild, obwohl er vorher immer gesagt hat, mach weiter, mach weiter. Dann sprang er dazu und sagte, stopp, nicht weitermachen. Und ich dachte, hey, was ist passiert? Und er lebt in Berlin und Venedig und der sagte, ich habe die Lagune von Venedig gemalt, also auch mit Verläufen. Mir war das nicht bewusst. Und da wieder so dieser Gedanke, er hat das sofort für sich so interpretiert und gesagt, nicht weitermachen. Da sitzen Künstler viele, viele Monate versuchen sie, diese Zufälligkeit so herzustellen. Und ich glaube, es ist ja ganz schwer, wirklich so diesen Moment zu erfassen, wo man sagt, jetzt ist fertig. Das ist bei den meisten Bildern das Schwierigste. Ja. Also manchmal der Anfang an einer großen Leinwand. Ich arbeite ja auch noch großformatiger und dieser erste Schritt. Und dann aber zu sagen, es ist fertig. Die Bilder sagen das aber irgendwann. Und dann stelle ich sie auch weg. Und manche, da sprechen wir ja gleich nochmal bei dem Bild drüber, die werden halt nicht fertig. Die sind dann einfach noch nicht fertig. Die stehen also dann gibt in der es Ecke. Bilder, die an denen du Jahre malst? Ja, die stehen dann und dann kommt wieder eine Schicht und dann. Ja, aber die sind noch nicht fertig und da gibt es auch. Aber es muss ja auch mal so ein Break da sein, wo du sagst, so, Ausstellung, Termin und verkaufen. Ja. Also lebst du vom Verkauf, oder? Ja, da lebe ich. Ich lebe vom Verkauf, aber ich habe genug. Also ich bin jeden Tag an meinen Bildern am Arbeiten und meistens an 2, 3, 4 gleichzeitig und das Atelier ist voll und es gibt genug. Aber es gibt halt auch Bilder, die stehen und stehen und stehen und die wollen etwas länger mich begleiten. Was machst du denn bei Auftragsarbeiten? Also wenn ich jetzt zu dir komme und sage, hör mal hier bei mir über dem Kamin, stell ich mir Folgendes vor. Ja. Dann sagst du, geh woanders hin, weil das kann ich nicht liefern, oder kannst du auch genau nach meinen Vorstellungen etwas anfertigen? Nee, dann sage ich anders. Dann sage ich also nicht, ich mal für deinen Kamin, sondern dann sage ich, lad mich ein und unterhalte dich mit mir in deinem Raum. Und dann findet durch dieses Gespräch oder in dem Gespräch und durch die Wahrnehmung im Raum entsteht dann bei mir ein Bild, was ich dann irgendwann umsetze. Und vorausgesetzt natürlich, jemand mag überhaupt meine Art zu arbeiten. Das ist ja sonst würde ich dir wahrscheinlich ja keinen Auftrag erteilen. Aber ich unterstelle, das ist bei anderen auch so. Genau. Aber es beruhigt mich ja, dass du sagst, so funktioniert das und nicht etwa, hier ist das Bild, bau dir das Haus dazu. Nein. Nein, nein. Birgit, hier haben wir etwas, man sieht also immer wieder andere Farben natürlich. Ich würde sagen, hier sind wieder so Bojen oder so möglicherweise zu erkennen, aber ich will ihm nicht vorgreifen. Ja, es kann ja sein. Also wenn du Bojen siehst, sehe ich vielleicht ganz was anderes. Aber was mich an den. Da bist du auch niemandem böse, der da irgendwas drin sieht, wo du sagst, nein, ja, also, ich weiß gar nicht, wo der das hernimmt. Nein, das ist doch total spannend. Was ist denn mit dem los? Ja, genau, was ist mit dem los? Wie interessant. Okay. Nee, ich bin überhaupt nicht böse. Und das ist ja das Schöne an der Abstraktion. Das ist wirklich, also Interpretationsspielraum gibt. Und ich habe ein Bild mal auf einer Ausstellung gehabt, da hatte ich keine Lust mehr, diese Horizontlinien zu machen und habe das anders gearbeitet. Und dann haben dieses Bild, die Leute haben dann immer davor gestanden und haben den Kopf gekippt und wir haben das gedreht und wir hatten unglaublich viel Spaß und Unterhaltung und Austausch über dieses Bild, über was sehe ich darin, wie ist es, und das ist doch spannend. Das bringt mich zu der Frage, ob du da eigentlich signierst, doch da unten. Ja. Da unten hast du signiert. Also machst du schon, ne? Also sonst könnte man ja theoretisch. Ja, wobei es, wie gesagt, manche Bilder jetzt auch gibt, die signiere ich nicht mehr vorne, weil da ist der
da ist das auch dann in Ordnung, wenn man es dreht. Und wenn jemand da was anderes sieht oder das hochkant möchte. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn die Signatur auf dem Kopf steht. Ich stehe auch. Ne? Ja, das ist so, zum Beispiel. Was haben wir hier? Da muss ich da weggehen, da muss ich erst mal lesen. Was steht denn da? Was liest du denn? Wonderworld oder so ähnlich, nein. Ja. Was steht da denn wirklich? Also da steht tatsächlich Wunderwelt. Also das ist zum Beispiel ein Bild, was vor... Ja, in 2008 habe ich das angefangen und hatte eine Auftragsarbeit zum Thema männlich und weiblich und habe dann, also man kann es noch ein bisschen sehen, Yin und Yang und das war rot und ich habe an diesem Bild seit 2008 immer wieder gearbeitet und immer wieder eine Schicht, aber es hat mich so gelangweilt und es wurde irgendwie nicht fertig. Und immer noch nicht. Also es doch, jetzt ist es fertig. Jetzt ist fertig. Ja, ich habe das, da, ja, also ich habe es vor ein paar Wochen dann einfach genommen und das ist auch was, was mich die Kunst lehrt. Also ich lerne ja auch viel in der Arbeit mit meinen Bildern, dass es wichtig ist, manchmal Dinge einfach auch zu zerstören, also loszulassen. Und ich habe dann dieses Bild, ich habe da Farbe drüber gepackt und habe dann auch mit ein bisschen Rost wieder gearbeitet und plötzlich hatte ich dieses Gefühl, ich habe da eine neue Welt geschaffen. Also da war diese Assoziation zu der Weltkugel, obwohl ich die vorher überhaupt nicht hatte. Und darum habe ich gesagt, die Wunderwelt. Also sich wirklich, für mich steht das Bild dafür, ohne das jetzt über zu interpretieren, einfach Dinge manchmal loszulassen, überzumalen und Dinge. Und hier steht aber eindeutig 62. Also das sieht ein Blinder mit dem Krückstock, ja, ich fast gesagt. Sogar ich sehe das. Ja. Steht das für eine spezielle Zahl in deinem Leben? Ja, das ist mein Geburtsjahr. Und, das ist wunderbar. Also 62 ist ein guter Jahrgang. Und also das Bild ist fertig. Das Bild ist fertig. Du hast fertig, ich habe auch fertig. Ja. Die Sendung ist faktisch gelaufen. Sie ist sozusagen zu Ende. Es geht natürlich weiter mit diesem Thema, nicht mit der Birgit, sondern mit einem anderen Gast. Der Graf Fitti wird bei uns sein. Jedenfalls habe ich ihn eingeladen. Ich hoffe, er kommt. Im März wird es soweit sein, am 17. März, also quasi heute in einem Monat soll er da sein. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, mein Name ist Stefan Raab. Da können Sie mir also dann gerne Ihre Beschwerden schicken. Wenn es Ihnen gefallen hat, Cosmo Dumont. Das hier ist Birgit Dirker, die Frau, die nicht nur viele Perspektiven hat, sondern auch zwei verschiedenfarbige Augen. Das ist tatsächlich so. Bei dir auf der Webseite kann man das nochmal ganz genau kontrollieren. Und da sind auch keine Kontaktlinsen. Nein. Ja. Birgit, vielen lieben Dank, dass du da gewesen bist. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen zu Hause auch. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie wieder einschalten, wenn es im nächsten Monat heißt, was Kunst du? Dann wird es legal, halblegal, illegal, scheißegal. Graffiti ist das Thema. Die kennt man ja aus der Stadt. Was es damit auf sich hat, wollen wir mal schauen. Ich freue mich, wenn er da ist, der Graf Fitti, der im bürgerlichen Leben heißt Davis oder Herr Nebel. Benebelt nicht von den Sprayfarben. Nein, der Mann hat den klaren Durchblick. Ich freue mich drauf. Bis demnächst. Adios, goodbye.